So, hallihallo liebe Leute, heute gibt's mal eine Runde Counter-Strike Global Offensive, weil ich das in letzter Zeit ziemlich oft spiele. Wir können mal so eine Operation Breakout-Karte spielen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute eine Runde Ranked zu spielen, weil ich da gerade so schön einen Auftrag habe. Auch Black Gold. Allerdings habe ich momentan nicht mehr so viel Zeit, dass ich mir sicher bin, dass ich eine Runde Ranked schaffe, wenn sich das ein bisschen zieht. Ja, weil ich jetzt ungefähr noch eine Dreiviertelstunde habe, bis ich zum Basketball muss. Ich bin ungefähr eine Stunde nach Hause gekommen, habe mich ein bisschen hingelegt und habe jetzt ungefähr noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis ich zum Basketball muss. Davon habe ich mir gedacht, kann ich so 20 bis 30 Minuten aufnehmen, damit ich euch dann eine schöne Runde Counter-Strike Global Offensive zeigen kann. Hier ist wohl gerade. Hier ist wohl. Achso, ist gerade losgegangen. Steht auch 0-0. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ach ne, Moment, ich bin ja CT. Hier irgendwie Bieber Boys. Electrics und Bieber Boys. Ich hoffe, ich komme jetzt gleich ins sinnvoll ins Spiel. Weil ich jetzt natürlich gerade wirklich. Ich habe gerade noch ein Nickerchen gemacht, ey. Moment mal, das ist vielleicht nicht ganz so schlau hier. Ach. Zumindest mal einer von den Bierboys, der trifft. Das ist eine Gruppe von Babinator, irgendein YouTuber da. Ja, das ist zumindest mal einer, der trifft. In den letzten Tagen mal welche getroffen, die, naja. Mehr so mäh spielen. Das muss ich mal sagen. Ja, natürlich hat er ein super seltenes Messer. Ah, das sieht jetzt schon ziemlich eindeutig aus. Das wird wohl ein ziemliches Gebäsche, Leute. Bereitet euch schon mal drauf vor. Ich mag es aber auch lieber von anderen Seite zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Vorgehen hier. Da ist noch einer drin. Au. Natürlich links gehen sie wieder durch. Komme ich wahrscheinlich gar nicht hoch, ne? Wahrscheinlich nicht. Einfach gerade zur Kirby hier. Das scheint zumindest so. Ey Kirby, hier ist ja nichts los, wa? Nee. Sind alle drin, ja. Ja, typisch. Fünf eins, er war gerade. Aber uns haben wir auch keine Lust mehr, mal rüber zu gehen. Das ist über ihm links, dort oben im Gang sozusagen. Nee, ist klar. Also, woher der das jetzt gewusst haben will? Kirby ist ein kunstig Typ mit 3% Leben, ne? Ja, der wusste plötzlich, dass ich hinter ihm bin, obwohl ich die ganze Zeit gecrouched bin. Das ist ein bisschen. Und du bist auch nicht besser, Mike. Dein Mike ist auch nicht besser.
Best Mike EU. Boah. Packen wir ihn nicht dorthin. Schau mal, ob ich hier. Ich hoffe, ich komme mal um die Ecke. Ja! Dieses jedes Mal wissen. Wir haben eigentlich mit Alpha. Ich nehme mal eine AWP auf. Nee. Safety, mach schnell! Schnell, 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 schnell! Kirby, warum hast du jetzt nicht gesaved mit AWP? Zwei Baum. Ganz genau. Na? Kommt keiner rum. Na gut, ich kann mal AWP. Na geil. Fett, fett. Aber bestimmt Spaß. Fehlen noch einer. Getroffen! So fucking hard. Also ihr seht schon, ich bin momentan noch etwas stumm und etwas müde. Es tut mir wirklich leid, aber bin gerade noch etwas neben der Spur. Alter, was hat denn für ein Mikrofon, Junge? Sagen gerade die richtigen, ne? Throwing flashbang. Deploying flashbang. Trap sozusagen. Den habe ich schon mal weggeholt. Ja. Wie Repeat halt jedes Mal weiß, wo alle stehen, ist schon fett. Ich will mir einfach unterstellen, dass es gut ist, aber 12-4 ist schon krass. Krass am Abgehen. Ich will mich gerade ein bisschen auf die SSG hier spezialisieren, sozusagen. Ist das Team gewechselt? Ja, alle mit dem klaren Tag im Spiel sind auf der anderen Seite. Alter, fick. Smoke. Junge, pass mal auf. Wow, hängen geblieben. Nein! Ich treffe ihn einmal und dann steht er irgendwie so komisch rum, dass ich den. Mano. Nicht meine beste Runde, also wie gesagt, ist wirklich schlafen und direkt aufstellen und CS zocken ist vielleicht nicht die beste Variante. Vielleicht hätte ich mir so viel Gungame spielen sollen, ich wäre munter geworden. Weil hier durch immer wieder zuschauen. Naja, weder bin ich so richtig geil, noch mein Team, muss ich mal sagen. 1-0-5 dabei. Die wollen Tracks aka The Boss kicken. Hätte aber jetzt locker mal diffusen können, warum sind sie denn nicht diffusen gegangen? Oh, weil du schlecht bist, Kollege. Jojo, du Silber Elite Master. Global Elite Master.
Deploying flashbang. Throwing grenade. Deploying master. Grenade out. Ja, ich bin Master auf CSGO, Alter. Jedes Mal durchdrücken auf der Seite. Ich jetzt mal. Ach, kommt da wirklich von drei Seiten? Das ist doch scheiße. Oh Mann. Ja. Genau. Das ist die bessere. Warum hat er hier schon geguckt? Nicht verarschen? Das andere war zum Gegner. Ja, inzwischen lohnt sich aber auch das Scramble nicht mehr. Auf einmal das nächste Runde ein bisschen ausgeglichen ist. So. Oh fuck. Schnapper auf dem Dach an und was. Hallo, hallo. Wow. Das war doch gerade hinter mir, what the heck? Alter, wo kommt der? Peter, zeig mal nochmal dein Messer. Peter, zeig mal dein Messer. Er hört dich nicht, du Bob. Natürlich hört er uns, Mann. Nein, hört er nicht, du Spast. Nein, die Lebenden hören keine Toten. Doch, hier schon. Was laberst du, Mann? Junge, du hast keine Ahnung, oder? Wir hören die noch, die bei uns nicht, du Bob. Also wir sind im Casual, aber die hören uns trotzdem nicht. Der hatte eben wirklich keine Ahnung. Das war schon immer so bei CSS. Dass die Toten nicht mit den Lebenden sprechen konnten wegen Vorsagen und Stuff und so. Wow. Guckt halt keiner mal nach links von meinen Leuten. Erst wenn ich sterbe, gucken sie nach links. Das ist mein Glück. LOL. LOL. Ich sitze halt die ganze Zeit vor dir im Smoke. Ach, Mann. Komm, lass sie doch einfach beenden. Jetzt geben wir das natürlich noch die Runde. Fuck it. Ich merke schon, beim Tippen sogar klappt's nicht. Wir sind alle bei B. Wir sind noch einer. Ach, sie auch gerade. Aber. Ja, ist richtig, Alter, ist richtig. Wo ist er denn? Da. Ja. Hat er schon mal genau gewusst. Ah, er hat schon 5 Kills die Runde. Die gehen aber welche ab, meine Fresse. Aber das hat er nicht gewusst. Das Bolle hat er nicht angehört, das ist gewusst. LOL. Ey, Stoppe. Ey, Biber, was ist bei dir? Alter, gib mal so übel zweite Range Raid, Alter. Neuer Auftrag. Drecksektor. Jetzt komm mal runter hier, Junge. Love you. Seht schon da? Nee. Doch da. 10 Mac-10 Kills in Deathmatch, dann würde mich doch mal sagen, machen wir mal. Da gehen wir nochmal eine Runde ins Deathmatch spielen. Find a game. Deathmatch.
Deathmatch? Ah, okay, können wir auch die neuen nehmen. Und los geht's, würde ich sagen. Da wird jetzt mal ein bisschen. 10 Stück waren es los, ne? Mac-10 Action geben. Und Deathmatch schon ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Ich hoffe, er findet was. Komm, komm. Ja, ich weiß, dass ich die Runde gerade ziemlich hart verkackt habe. Ich bin halt ein Noob. Aber, naja. Ich hoffe ja eigentlich, dass durch diese ganzen Kisten, Boxen, Kram, Gedöns irgendwann eine Version rauskommt, wo Counter-Strike Global Offensive auch Free-to-Play ist. Ich habe ja schon mal den Vorschlag gemacht im Steam-Phone, dass dann zum Beispiel die Leute, die es nicht, die nichts bis jetzt dafür bezahlt haben, dass die einfach nur weiße Waffenskins finden und auch keine Kisten oder sowas. Wobei doch, Kisten schon. Aber weiße. Moment mal. Was bin ich? CT? Da gibt's auch. Ja, gehen wir halt mal eine Runde hier. So, dankeschön fürs Töten. So, SMG. Ja, ich hab hier keine Mac-10. Alter. Ich will zum CTs. Dankeschön. SMGs, Mac-10. So. Very good. Muss ich auf die. Wow! Einfach nochmal eins. Ich hoffe, dass es mal viel Probleme, weil sozusagen, wie gesagt, das ist dann. Man findet ja auch bessere Waffen als. So, als random sozusagen Drop. Als nur. Als nur die weißen Waffen. Man kann auch blaue finden. Wenn man die sozusagen rausnimmt für die Leute, die nichts bezahlt haben, dann halte ich das für eine sinnvolle Variante. Ja. Das ist halt ganz entspannt sozusagen, für die ist es nicht einfach mal ausprobieren kann, weil ich habe genügend Kumpel, die sagen, nö, das ist mir lieber wohl. Ich will das mir nicht kaufen, weil ich tendenziell eh zu schlecht wäre. Oder sie vermuten zumindest, dass es zu schlecht wäre. Was ist das denn, Bockdown? Weil sie ja noch nie irgendwie Counter-Strike Online gezockt haben. Und sie wären zumindest deutlich schlechter als ich. Und ich habe ja auch gerade, naja, also semi-geil gespielt. Habt ihr ja gemerkt. Also, daher. Vielleicht nicht verständlich. Solche Aktionen. Au. Da steht eine Schrottwende voll im Gesicht. Au. Schrotze reißt mich dann halt übelst um. Mac-10 Action. Das ist aber eigentlich ganz nett. Ich mag die Mac-10 eigentlich. Alles umrutzen, was ich finde. Ey! Jesse Pinkman habe ich ja getötet. Oh, oh, oh. Breaking Bad. Ich bin ja gut ein bisschen am Aufräumen. Gegner. Ignaz. So, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ignaz. Ignaz, da drüben seid ihr. Ignaz. Bin ich doof? Also, jetzt bin ich keine Antwort drauf, aber anscheinend. Hä? Go home, boy! Bei dir mit Langeweile. Gegnerz. Ist einer für uns hier, für den Scheiße machen? Nee. Ja. Au. Arschgeige. Ich weiß nicht, im Deathmatch irgendwie Messer nie so wahnsinnig beeindruckend. Schließlich spawnen alle irgendwo mehr oder weniger random. Und dann an den Messern ist vielleicht nicht so der, ja, die harte Aufgabe. Wenn ich jemanden irgendwie Rücken spawnen kann. Das ist eine scheiß Mission. Ja, 12. Müsste eigentlich meins erfüllt haben. Und da macht man was Gutes. Nee, 20 brauchte ich. Und 8 haben bloß gezählt. Warum? Diese Indigo-Serie, ich habe hier die Mac-10 Indigo, die ist irgendwie ziemlich häufig dabei.
Da sind jede Menge Leute gerade rausgegangen, ich bin so aufgefahren. Ich bin noch, hey, jetzt bin ich zweit auf dem Server geworden. Mit der Hack. Da sind ordentlich Leute rausgegangen. Mist, R173 Falken. Warum steht hier? Warum steht hier so ein komischer Name? Hey, ich weiß nicht. Ich auch bewusst. Nee. Der raus bitte. Danke. MAC-10. Ich will wirklich den MAC-10 haben. Gib mir meine MAC-10. Not on my watch. You are the leader. The leader! Gignots. Kommt schon. Ja! Was ist das für ein Wickspot? Kämpft sich da ein Wolf, der Bot? Ey, what the heck? Ehrlich jetzt. Punkte sind Punkte und Kills sind Kills. Da war wieder ein Bot. Ich glaube, Bots Kills zählen gar nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, warum vorhin von meinen 12 abgezählt haben. Ist der eine Bot Joe genannt oder was? Ich höre die ganze Leute, die nicht auf der Karte sind. Sprich Gegner. Ich sehe keinen. What the? Fuck. Schon wieder Bot-Show. Ach, wart. Bubs haben da, da gab's eine Waffe. Nö. Gut. Ich mich jetzt so weit verabschiede. Und hier noch runterfall at war. Hä? Wir werden nicht geschossen? Nö. Ich finde keine Gegner mehr, das ist doch scheiße, ehrlich Leute. Das ist ein Deathmatch und ein Gegner. Und der war halt instant tot. Ich brauche doch Kills im Deathmatch, es gibt mir doch den Quatsch. Oh. Fuck. Der war aber irgendwie ziemlich aufgefahren, so, und das ist ein merkwürdiger Bot. Oh, 196, 117, 5. Epic Line. The Line. Epic Line. Very nice. So, die Bot Dominions sind nicht so ganz so hart. Muss ich leider sagen, vor allem, wenn die noch geklaut wird. Wieder ein Bot. Aber der Bot Joe ist irgendwie deutlich stärker als der anderen Bots. Hab ich so den Eindruck. Bot Joe. Wow. Und der Poops Hunter steht dann da drin. Poops Hunter. So, hab ich dann irgendwann mit meinen Kills? 14? Oder Anzeige? Oder sind das Punkte? Oh lol.
verarschen? Ist wieder so einer an der Ecke? Was ist denn das für ein Bug, dass man dort sofort einen Header kriegt, wenn man da lang läuft? Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe geschissen. Also wenn ich hier immer so ewig suchen muss, dann habe ich das irgendwie meine Reaktionszeit. Wenn ich mir jede Ecke mit dem Gegner rechnen muss, ist das was anderes, als wenn ich dann wenn ich hier 30 Minuten suchen muss, bevor ich einen blöden Gegner finde, der dann schon tot ist, wenn ich in die Runde gelaufen bin. Das ist über mir, okay. So, hat sie mal ein schönes Leerzeichen als Namen gegeben. Oh, bin ich hier hingelaufen, sind sie wieder nicht mehr, oder was? Ja, was? Ich hätte nicht mal die Schulter in der Hand gehabt. Die liegen nämlich mit der Schulter in den Treffen, also nicht mal in der Hand. Nee. Ich krieg grad nur auf die Fresse. Nicht auf die Reihe. Geht auch. Arschgeige. Hey, der Bot hat so die Revenge bekommen. Nein. Wo bin ich denn da hängen geblieben? Ich konnte nicht links und rechts laufen. Das ist doch scheiße. Ich will aber links und rechts laufen. Was bist du denn von mir, Alter? Camper. What the fuck, ey, da haben wir richtig genug beide. Servus. Ach nö. Oh. Da war ein Headshot dabei und der zweite hat mich geholzt. Ja, macht jetzt nur 91 Schaden, so ein Headshot. Das ist wieder die, Alter. Verarschen. Ich bin hier zweimal ins Face. Bullseye. Wow. Ne, unter mir oder? Wow, soll das sein? Boah, da hat's bei mir aber ordentlich geleckt. Wahrscheinlich hat's irgendwie da auch noch was zu tun an der Stelle. Schieb ich mal da drauf. Kann das hier wahrscheinlich nichts dafür. Oleander. Reizen in ein, weil bei mir ein Kopfschuss dabei ist. Ja. Du schießt die ganze Zeit, du bist gerne da drauf. Genauso wie sowas. Was hat der drauf? Nope. Ich bin ein Personal Defense Weapon, aber ganz da drauf sein reicht nicht. Na, wir haben doch wieder einer hier oben drin und campt. Hier liegt halt einer den Dingens hoch. Oh, fuck.
Lol. Jetzt hat ein Headshot getroffen. Ist aber auch ein schlechter Schatz. Alter! Was geht denn mit dem ab? Ich. Bin ich ja trotzdem gewonnen, aber. You achieved new rank, Operation Phoenix Silver. Schön, find ich geil. Was krieg ich denn für den Operation? Nope. Oh, da hab ich doch keinen Skin. Ist okay. Ja, ich würde sagen, das reicht aber dann für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, bis bald, dass man sich bald mal wieder sieht. Tschüss.